Übrigens, wollen wir die Wege so bauen, dass die quasi eigentlich immer durch... Ne, wir sollten lieber wohl das Zeug selber verbauen, wenn die dadurch eh keinen Schaden kriegen, ne? Ja. By the way, anderer Ausgang. Ja. Wird das noch mehr Schlamm? The steak. Ah, Moment. Frage ist jetzt, wie wollen wir unsere Damage-Zone aufbauen? Eine Zone, wo die möglichst lange, also die Brüsten einen möglichst langen Zeitraum Schaden kriegen. Das heißt, möglichst irgendwie so ähnlich wie es schon war, aber dass die wahrscheinlich mindestens an drei Seiten vorbeilaufen müssen. Am besten sogar an allen vieren, dass die irgendwie praktisch Ein- und Ausgang nebeneinander liegen haben oder also keine Ahnung. So mittig wie möglich. Ich meine, wir müssen den Bereich hier sowieso nochmal abbauen. Weil der hier den zweiten Ausgang nicht trifft. Ah. Doppelsprung vereinfacht das Gehen durch den ganzen Sumpf hier so ein bisschen besser, aber. Es vereinfacht es besser, ja. es macht es besser, ja. Gut Deutsch. Wenigstens weiß ich, was ich sagen will. Ja, wir könnten. Ich würde die nicht direkt zum Kern leiten. Können wir da oben irgendwo die Damage-Zone machen? Ist er gestorben? Wir können den Kreis leiten oder wir machen es hier so. Eben wieder hin und her. Ja, so habe ich mir eigentlich auch gedacht. Lass uns praktisch hier so eine Damage Zone machen. Ja, hier halt irgendwo in der Mitte. Mhm. Genau. Wenn wir mal irgendwann genügend Blöcke haben. Jo, machen wir das dann so. Und vorerst dann. Erstmal hier alles drauf. Jo. Raketenturm? Raketenturm. Und weil ich es kann, bringt recht wenig. Ich würde eher im Fokus setzen. Nein, zweiten, okay. Und zweiten? Ach, der, den ja. Da hinten solltest du abbauen. Der reicht nicht wirklich weit. Also wohin jetzt den Fokus? Wahrscheinlich einfach daneben, ne? Da so. Vorerst. Oh. So. Das ist unsere Aufstellung. Moment. Minenturm. Jetzt schon? Ich meine, gut, klar, aber wo? Je früher, desto besser, finde ich. Da, hier die, da würde ich sagen, ne? Vor allem, Minenturm ist immer gut, würde ich sagen. Ja, müssen halt schauen, ob der Range ist. Den kann man nachher noch umplatzieren, notfalls. Wir werden eher nichts umplatzieren müssen, weil ich bekommen glaube, dass die unsere Schadensquelle gleich direkt da an den Rand setzen. Yep. Markus meint ja auch irgendwie eher so ein bisschen mittiger. Ja klar, nur alles andere kann man abbauen. Minentürme eher weniger. Ist ja egal. Okay. By the way, Zombies, ist es nicht so. So, ich meine, yay, sie haben sich was Neues einfallen lassen, aber yay, mussten es Zombies sein? Die in dem Spiel fucking viel aushalten. Oh, da kommt noch ein Erzgebirge. Ich weiß, wir werden noch mit unseren Mutatoren zusammenarbeiten. Logischerweise. Oh nein. Nein. Ja, das ist so meine logische Schlussfolgerung, würde ich mal behaupten. Mutatutitatoren. Oh ja. Das. Alter, also, wie die einen einfach in die Säure reinkicken, ne?
Hier sind zwei down. Ich hab eins von mir gekillt. Der Fokus ist echt eine geile Waffe gewesen. Ja. 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 Gern. Ja. Wieder ein Zombie down. Ja! Bin nicht so dumm, vielleicht, meine Güte. Naja, vielleicht. Ein Zombie down, okay. Alle down. So, 8 Zombies und noch, ja, 8 Zombies und 22 Kämpfer. Okay, das geht ja. Die Säure hier geht mir so minimal auf den Geist. Etwas. So leicht, ja. Strahlt der Fokus bei euch auch noch? Nö. Weil bei mir lasert der gerade durch so einen Block durch. There are and will be bugs, wie es bei so schön so vielen Spielen heißt. Bei Sanctum glaube ich mittlerweile nicht mehr, aber hey. Nebenbei, wer hat es für eine tolle Idee gehalten, die Minen in einen Bereich zu legen, wo nur Säure ist? Ja, Simon, da muss man mal überdenken teilweise, ne? Ja, wieso? Was sag ich, nur eine Mine? Haben wir das nicht geupgradet? Zwei Minen hatten wir und jetzt sind es drei. Achso, klar, weil welche da liegen, ne? Klar, okay, ja. Wollen wir noch Türme setzen? Ich würde sagen, so ein Elektroturm wäre da oben an der Spitze voll super. Oh, perfekt. Bis wir jetzt alles umplatzieren so ein bisschen. Genau. Ich werde den gleich nochmal zu Ende auf. Aha. Weil es nämlich exakt reicht. Nee. Oder auch doch nicht. Natürlich reicht das. Aber nicht exakt. Ich meinte eigentlich auch eigentlich die Ecke hier oben neben Markus, aber ist auch egal, da unten machen die gerade mehr Sinn, weil da gerade die ganze Anhäufung ist. Eben. War das nicht schön, als man Zombies noch durch einen gezielten Schuss in den Kopf töten könnte? Ja. Jetzt hast du Zombies, wo du einfach... Die du praktisch zweimal umbringen musst. Eben. Zweimal umbringen mit 12 Millionen Schüssen in den Kopf und dann noch ein bisschen Elektro und ein bisschen Elektrostrahlen, die so ein bisschen das verrottete Gehirn noch frittieren. Kümmert ihr euch hauptsächlich um die. Ne, wir kümmern uns natürlich alle hauptsächlich um die Zombies. Und die Kämpfer, die halt den Weg umrennen. Das Miese ist meine Lieblingstaktik bei den Kämpfern. Gerade Strecken, wo man einfach rückwärts laufen kann, ne? Geht hier schlecht. Obwohl, ja, auf der Strecke geht das ziemlich gut, wenn man von hier anfängt. Ja. Nee, andere Waffe. Ach, schau mal, die werden hier auch Walkers genannt. Haha. Hä? Natürlich kommen hier erst die Walker raus. Der Sky hat hier gerade losgerufen. Walkers approaching. Ja, Walkers sind aber hier die normalen Läufer, nicht die Zombies. Ich weiß, aber es passt so gut zu den Zombies. Ja, ich weiß. Ihr liebt es, auf mich einzuschlagen. Ja. Wer hat mich da noch jemand treffen können? Ich will es gar nicht wissen. Back in the game. Diese Scheißläufe. Geh nicht mehr. Muss an der Hinterkante stehen.
Aber dann treffen sie mich von hinten, wenn sie hinten an mir vorbeigehen. Also wie komisch das ist, dass sie einfach hier hinfallen und dann eine neue Lebensleiste kriegen. Das ist doch nicht witzig. Oh. Anscheinend sind die direkt komplett tot, wenn Markus die im letzten Mal crittet. Das muss gerade so aus. Komm so an. Klar, zeigen, ne? Der hat hier so eine Waffe, die für sich gegen die sinnvoll ist. Ja, macht den DLC-Charakter noch mehr OP. Ja, ich mach ja Leichenexplosion, also. Geht mal vom Kern weg, ich mach die alle beim Kern. Respawn. Hier sollte sich immer um einen Zombie kümmern. Alter, ich freck gleich. Und ein Zeitlimit, das ist immer geil. Ja. Juhu. Ach ja, geht ja so nicht. Ja. Ist mir jetzt so warm. Sieht doch blöd aus. Ja, ist ja, ne? Wurde der eigentlich. Hüpfer. Ich wusste es. Ja, gut, dann alle auf die Hüpfer drauf, das erste. ja, die schweren Kämpfer, die können einem ja nichts, die kannst einfach die herlocken. 8 von den Viechern. Eine Gauss, in Notfällen immer eine Gauss. Ja, ich, vor allem, ja klar, eine Gauss macht die immer unupgraded irgendwie so halb kaputt. Und wieso habe ich jetzt gerade Watch the Core Damage gehört? Weiß ich nicht, Bugs. Die sind einfach. Ne, die sind einfach untreffbar, die Viecher. Ah, die sind schlau, die suchen sich den fucking schnellsten Weg. Oh, ich treffe die nicht. Da kommen zwei. Die trifft keiner. Ich mein Magazin von 36 Schuss da rein hätte, habe ich vielleicht 3 Treffer oder 4. Auch mit dem Plasmastrahler habe ich irgendwie kaum Treffer. Zum Glück halten die nicht aus. Was bin ich froh, dass wir den schmerzhaften Kern haben, ne? Ja. Das war leichter als erwartet. Hey, ich bin MVP. Wer ist denn dieser Dammit? Wollen wir nicht die Kurve zurückgehen? Also nein, quasi wir wollen in der Kurve. Ja, oder hier unten. Die Damage-Saison aufbauen. Das können wir natürlich auch machen. Hier hätten wir quasi ein schon vorgegebenes zweibreites Feld. Ist aber ein bisschen lang und ziemlich nah am Kern. Ja, wohl, deswegen können wir nochmal hochgehen. Lang, deswegen sagt bisschen ich lang ist das wenigste Problem, wenn wir die... Leute, wenn wir mittig da die Gauss und den Erweiterer, also nicht die Gauss, sondern eben hier den Erweiterer und den Verstärker hinstellen, mittig, dann reicht das, dann ist die Länge okay. Ich finde es hier besser, weil wir hier auch da hinten drauf zugreifen können und so. Ach, dass du die Reihe nimmst? Ja. Ist ja noch länger. Eben. Ja, warum nicht? Das heißt, wir verdoppeln erstmal die Reihe hier? Jo. Ich nehme schon meine Türme wieder mit. Nehme ich meine Türme schon mal wieder mit.
Haben wir noch viele Minen da liegen oder lassen wir die Minenturm vorerst da stehen? Oh. Ich hab das. Ne, haben keine mehr. Kannst mitnehmen. Okay. Weil der steht da echt ein bisschen ungünstig. So. Waffenspeier. Übrigens, wer hat denn den Kanonenturm mitgenommen oder habe ich überhaupt eingesetzt? Keine Ahnung. Ich hatte den Kanonen. So. Der Verstärker. Dahinter setzen oder? Ja, hier über dir. Am besten. Ah, da wo ich. Also praktisch hier. Auf Markus. Ja. Autsch. Ja. Ah, Fokus. Schön mittig, so, Fokus. Gib mir Money. Wofür? Oh, danke. Ständig rennt ihr mein Bild rum. Hatte ich aber gar nicht vor diesmal. Hatte ich dir eigentlich grundsätzlich nicht vor. Ich hab mich ja gerade wieder verbessert. Hatte ich eigentlich grundsätzlich nicht vor. So, weiß ich. Au. Was ist das hier? So eine Sadomaso-Party? Der Turm? Ja, anscheinend. Immer so, der nächste Turm, wieder weitere Punkte. Ah! Oh! Und der nächste auf einer. Wollen wir. Also, ich würde auf jeden Fall gerne den Minenturm auch in Gauss, also in den Amp-Bereich stellen. Jo. Hier drüben hin, oder? Da, wo du gerade stehst, quasi, oder? Oder hier neben den oder hier hin oder so. Sollte das auch mal so ein bisschen Feuerleitturm-Range sein? Ich glaube, das ist bei Minen egal. Es geht ja, eigentlich wirklich nur um die Amp. Platzieren. Hier. Also dahin, wo du gerade stehst? Ja, weil da ist es noch gerade so in Amp-Range. Und Feuerleitturm. Ist das okay? Jo, machen wir. Du mich auch. Was denn? Das sind so Sachen, die macht der extra. Nein. Immer exakt rechtzeitig durchs Bild laufen. Klar. Nein, das ist nicht Absicht. Nicht immer. Ab und zu, aber nicht immer. Ich nicht. Meine Minen. Aha. Hä? Nicht. Will noch jemand vielleicht die, den Blitzturmzender aufrüsten? Ja, mach ich. Der ist gar nicht mehr in Feuerleitung, Mensch. Das geht ja mal nicht. Ja, woanders gibt's den halt nicht mehr, ne? Was? Den Blitzturm. Das kann ich natürlich auch hier hinstellen fürs Erste, aber... Na, warum? Du kannst ihn da hinstellen. Ich glaube, er hat seine eigene Gauss gemeint. Obwohl... Alter, schau mal die Reichweite der Gauss und schau die Größe der Karte an, bitte. Gauss, ja. So ein bisschen OP. Nein, überhaupt nicht. We need more. Nee, Simon, ich meinte hier, weil hier geht der Feuerleitung noch rein. Da hinten hin, jo, gut. Oh, wir haben keine Zombies diese Runde. Jo. Das ist schon mal schön. So, dann machen wir weiter. Achso, sorry. Ja gut, dafür haben wir viel schon mal 12 Fackelhölzer, ne? So, ich kenn uns ja, jeder macht die Schwämme. Ich glaube, so ein Slow Dispenser wäre auch noch nicht schlecht, oder? Der ist immer gut, ja. Ja, gib mir Geld. Das kann man immer gut sagen. Gib mir Geld. So, wohin? Da? Da.
Sollte ja nur irgendwie dazwischen packen. Beiden sein. Dürfte es da auch. 34. Ja. Hm. Schäm dich. Du hast mir nicht genug Geld gegeben, ja? Du musst mit dem Geld lernen, auszukommen, dass ich dir gebe. Platziere die doch wenigstens schon mal. Oh nein, hier macht das keinen Sinn. Weißt du, dein Geld und dann einen noch drüben. Ich würde da zwei hinstellen gleich. Direkt zwei, irgendwie. Oder? Na, weiß ich nicht. Bis der dritte kann dann rüber. Na gut. Ich finde halt nur länger an einer Stelle geslow zu sein, ist sinnvoller. Yeah. So, Schwämme. Markus. Hm? Die sind unser geringstes Problem. Wackelköpfe. Wackelköpfe. Auch du. Schwämme. Wackelköpfe. Okay, ready. Markus. Wackelköpfe. Ja, bis die da am Snowfeld sind, mach ich Schwämme dabei. Wenn wir dann überhaupt spawnen würden. Ja, kann mir auch problemlos ohne Snowfeld umbringen, ne? Ja, ich nicht. Ich kann alle 5 Sekunden einen Schuss machen. Ja, und wenn du da ziemlich gut treffen kannst, dann ziemlich nicht. Kann ich nicht. Nicht auf so einen kleinen Bereich wie das Schwamm. Aber dafür klaust du mir ziemlich oft die Kills, wenn du dafür das nicht kannst. Ja, komm, da kannst du ja auch überall hin treffen. Schwämme hast du ja 2 cm. Oh, geil. Fett gestunt. So. Nur dass die Hitboxen von den Viechern beim Stunnen nicht ganz akkurat zu sein scheinen. Habe ich auch schon bemerkt, ja. Hä, wieso? Ich kann mit der Plasma-Kanone nicht perfekt auf den Köpfe schießen oder gar keinen Schaden machen, wenn die so ausgenockt sind. Da muss man anders zielen für. Six, das kommt davon, wenn ich Kirsch warm mache. Haben wir beim Kern. Ich habe gesagt, die Teile haben höhere Priorität. Ich habe nicht gesagt, dass du den nicht machen sollst. Du hast gesagt, ich muss mich um Wackelköpfe kümmern. Ja, als höhere Priorität. Weil du eben so klangst, ja, ich will sofort die anderen machen. Ja. Ja, der Wackelkopf musste sich gerade selber killen, quasi am Kern, ne, weil ihn kein Mensch mehr getroffen hat. Naja. Ja, kaum noch. Du hast natürlich das Glück, dass du hier streust, aber... Oh, schaut mal, wer einen komplett ungehinderten Weg zum Kern hat. Ach, nee, ich baue ja schon wieder ab. Also nee, oder? Nee, ich springe. 4 Kampfläufer, 14 Zombies und 16 Spucker. Wird langsam. Plus die 12 Hüpfer. Wäre so ein bisschen glücklich mit so ein bisschen Säureresistenzschuhen. Keine Ahnung, so verstärkte Gummistiefel oder sowas. Ja, schon verständlich. Wir brauchen unbedingt mehr Blöcke. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Momentan kannst du noch einen von unserer Aufbaute abziehen.
Aber selbst das bringt nicht viel. Dann laufen die bis da hinten hin und hüpfen zweimal. Naja. Dann nehmen wir den auch noch weg. Selbst dann. Die ist so. Die ist so, das sind einfach eine Verschwendung von Blöcken eigentlich. Bau daraus lieber ein vernünftiges Labyrinth und dann kümmern wir uns einzeln um die. Ja gut, 12 mal einzeln, naja, das dauert eine Weile. Wie gesagt, wenn die am Kern sind, sind die sofort tot eigentlich. Na, schon auch hier. Ich habe eher so ein bisschen Problem mit den 4 Kampfläufern. Ja. Ich kann aber auch klar mit Fokus und Amp und Raketen. Ja, schon. Aber wo Raketen? Soll ich noch einen Raketenturm aufstellen? Wäre dann nicht Nether mit jetzt 2 gehabt irgendwie. Ja, warum nicht? Wo passt denn noch hier? Können wir noch bauen. Kannst du noch upgraden? Zu Ende? Gut. Jo.